Servus vom Skimagazin-Test im wunderschönen Sulden. Ich stelle euch heute die neue Superchef-Serie von Head vor. Generell, die Ski wurden komplett überarbeitet. Von der Idee her versuchen wir immer, die Performance unserer World Cup Rebels Ski in etwas abgespeckter und harmonischerer Form in die Superchef-Serie zu integrieren, sodass man hier wirklich einen performanceorientierten Ski hat, der aber auch keinen überfordert. Das heißt, ein Ski, der den ganzen Tag Spaß macht. Was haben wir gemacht? Was ist neu? Angefangen beim komplett neuen Shape, was man hier auch an der Schaufelform sehen kann, die deutlich schmaler geworden ist. Das hat den Effekt, dass der Ski im Kurveneinzug deutlich harmonischer arbeitet und der ganze Aufbau von der Kurve deutlich flüssiger und dynamischer auch funktioniert. Also ein deutliches Plus von der Performance in diesem Jahr. EMC ist schon einigen bekannt mit Sicherheit, ist unser Energy Management Circuit. Der ist zuständig dafür, störende Vibrationen aus dem Ski herauszufiltern und somit den Ski aktiv zu beruhigen. Sprich, die Performance wird auch hier verbessert. Denselben Effekt hat auch CrossForce Carbon. Das ist dieses triaxiale Carbon-Geflecht, was ihr unter dem Bindungsbereich sehen könnt. Dadurch, dass wir den Ski generell neu konzipiert und vom Aufbau auch komplett überarbeitet haben, wurde CrossForce Carbon integriert, um ja, den Ski im Bindungsbereich, also den wichtigsten Bereich des Skis, einfach nochmal stabiler, torsionssteifer zu machen. Dann sind wir auch schon im Bindungsbereich. Hier haben wir die neue Better Balance Power Rail Platte. Better Balance ist eine Technologie, die es uns ermöglicht, die Bindung unabhängig von der Schuhgröße immer gleich einzustellen. Das heißt, der Sprengungswinkel bleibt immer gleich. Also egal, ob man einen großen oder einen kleinen Schuh hat, der Sprengungswinkel bleibt gleich und somit auch die Performance. Also es ist ein wirklicher Mehrwert, was die neue Bindungsplatte einfach bieten kann. Zusätzlich haben wir im Bindungsbereich die Option, zwischen zwei Bindungen zu wählen. Einmal die PAD-Bindung, die man hier sieht, oder auch die Protector-Bindung, die hinten im Hinterbacken einen Auslösemechanismus hat, der 180 Grad funktioniert und somit hilft, Kreuzbandverletzungen zu verhindern und zu vermeiden. Das war's soweit von der Head Supershape Serie. Probiert die Ski gerne mal auf der Piste aus, auf dem Skitest. Schaut beim Händler vorbei und habt viel Spaß in der Saison.